Der Roque de los Muchachos auf der Kanareninsel La Palma. Der erloschene Vulkan ragt gut 2400 Meter aus dem Meer. Knapp unterhalb des Kraterrandes stehen zwei der weltweit modernsten Instrumente zur Erforschung des Universums. Die MAGIC-Teleskope. Mit Hilfe dieser Teleskope lassen sich über die bekannten Planeten, Sterne und Galaxien hinaus die Grenzen des Universums erforschen. Ferne Objekte im All, die in kurzer Zeit mehr Energie aussenden als unsere Sonne während ihres gesamten Lebens. Die Signale sind die sogenannten Gammastrahlen, hartes, energiereiches und unsichtbares Licht, auf das diese Teleskope ansprechen. With these two telescopes. Mit diesen beiden Teleskopen erhalten wir Einblick in einen Teil des elektromagnetischen Spektrums, der bisher nicht beobachtet werden konnte. Damit untersuchen wir aktive galaktische Kerne, Supernova-Überreste, Neutronensterne und schwarze Löcher. Unsere Beobachtungen werden auch zum besseren Verständnis der Gammastrahlenblitze und der rätselhaften dunklen Materie beitragen. MAGIC steht für Major Atmospheric Gamma Ray Imaging Cherenkov. Die Teleskope wurden von einer internationalen Kollaboration gebaut und werden von dieser auch betrieben. Dabei spielen deutsche Institute eine herausragende Rolle. Federführend ist das Max-Planck-Institut für Physik in München. Weitere wichtige Beiträge kommen von den Universitäten Würzburg und Dortmund, vom Deutschen Elektronensynchrotron in Zeuthen und der ETH Zürich. Die MAGIC-Teleskope beobachten ihre Forschungsobjekte nicht direkt. Sie reagieren auf schwache blaue Lichtblitze aus den obersten Schichten der Atmosphäre, die als Cherenkov-Strahlung bezeichnet werden. Sie entsteht, wenn äußerst energiereiche Gammastrahlen aus dem Weltall in die Erdatmosphäre eintreten. Stößt ein solches Gamma in 5 bis 20 Kilometern Höhe mit einem Luftmolekül zusammen, so entsteht ein Elektron-Positron-Paar, das seinerseits auf Moleküle trifft und erneut Gammastrahlen erzeugt. Schrittweise entsteht eine große Anzahl energieärmerer Elektronen, die in einem eng gebündelten Strahl durch die Atmosphäre fliegen. Durch ihre hohe Geschwindigkeit senden diese geladenen Teilchen eine charakteristische blaue Strahlung aus. Diesen kurzen Lichtblitz kann ein geeignetes Teleskop wie MAGIC erfassen. Cherenkov-Lichtblitze sind sehr schwach. Um sie zu beobachten, ist ein klarer Himmel und möglichst vollständige Dunkelheit erforderlich. Das macht La Palma zu einem perfekten Standort für MAGIC. Die Gipfelregion des Roque de los Muchachos ist nur selten bewölkt. Und die nächtliche Lichtverschmutzung ist gering, auch durch Beleuchtungsbeschränkungen für bewohnte Gebiete. Deshalb finden sich zahlreiche internationale Observatorien auf dem Roque, die meisten von ihnen optische Teleskope. Für Gamma-Beobachtungen mit den MAGIC-Teleskopen kommen aber auch hier nur die besonders dunklen Nächte um Neumond in Frage. Die beiden MAGIC-Teleskope sind die größten Cherenkov-Teleskope der Welt. Jedes hat einen Reflektor mit 17 Metern Durchmesser. Getragen wird der Reflektor von einem 4,5 Meter hohen Rahmen aus leichten Rohren, die aus Kohlefasern und Epoxidharz bestehen. Die Spiegel haben eine Fläche von je 234 Quadratmetern. Bei MAGIC 1 bestehen sie aus etwa 1000 diamantgeschliffenen Aluminiumfacetten mit einer Größe von jeweils 50 x 50 cm. Je 4 davon sind auf einem beweglichen Panel montiert. MAGIC 2 hat 4-mal weniger Einzelspiegel. Die Gesamtspiegelfläche ist ein Paraboloid. Für eine optimale Ausrichtung werden die Einzelspiegel permanent computergesteuert fokussiert. Die Teleskopkamera von MAGIC 1 besteht, wie eine herkömmliche Digitalkamera, aus einzelnen Lichtsensoren, allerdings aus 576 besonders empfindlichen Sensoren, sogenannten Fotovervielfachern. Diese sind in einer hexagonalen Matrix angeordnet.
Eine bestmögliche Empfindlichkeit der Lichtsensoren und eine hohe Lichtsammeleffizienz sind entscheidend für Gamma-Teleskope. Die Fotovervielfacher reagieren sogar auf einzelne Photonen. Sie verwandeln die schwachen Lichtimpulse in elektrische Signale. Diese werden verstärkt und übertragen. Jedes Signal dauert nur eine 100-Millionstel Sekunde. Um das Hintergrundlicht in den Bildern der Luftschauer möglichst gering zu halten, sind kurze Belichtungszeiten nötig. Die Detektormatrix wird deshalb von einer besonders schnellen Elektronik ausgelesen. Sie ermöglicht extrem kurze Belichtungszeiten von bis zu einer Milliardstel Sekunde. Ein verbleibender Untergrund kann durch statistische Methoden herausgerechnet werden. Deshalb benötigen schwache Quellen lange Beobachtungszeiten. Neben dem Ort der Tscherenkow-Blitze wird auch deren exakte Ankunftszeit festgehalten. Aus diesen Informationen und der Helligkeit lässt sich das ursprüngliche Gamma und seine Energie bestimmen. Aus vielen Schauern entsteht der zeitliche Verlauf des Flusses und ein Energiespektrum der Gammastrahlung. Die Entwicklung der Teleskope war eine große Herausforderung. Der technische Aufwand war enorm, aber er hat sich gelohnt. MAGIC beobachtet heute einen Energiebereich, der satellitengestützten Instrumenten und bodengebundenen Teleskopen bisher nicht zugänglich war. Die Leichtbauweise der Teleskope macht es außerdem möglich, schnell auf kurzlebige Gammastrahlenblitze zu reagieren. Gammastrahlenblitze sind seit ihrer Entdeckung vor mehr als 30 Jahren zu Tausenden beobachtet worden. Wie sie genau entstehen, ist aber noch größtenteils unbekannt. Weitwinkeldetektoren auf Satelliten melden jeden neu entdeckten Gammastrahlenblitz innerhalb von Sekunden. Für die genaue Beobachtung dieser kosmischen Ereignisse können die Spiegel der MAGIC-Teleskope in weniger als 50 Sekunden auf jeden Punkt des Himmels gerichtet werden. Am 13. Juli 2005 hat ein Satellitendetektor einen Gammastrahlenblitz entdeckt und uns seine Position am Himmel mitgeteilt. Also haben wir dann auf diesen Alarm sofort reagiert und haben unser Teleskop auf diese Position am Himmel ausgerichtet. Das war das erste Mal, dass nach sehr hochenergetischen Photonen eines Gammastrahlenblitzes vom Boden aus gesucht wurde. Das war ein ganz entscheidender Schritt für uns. Bei dieser MAGIC-Beobachtung wurden keine Gammastrahlen gefunden. Noch geben die Gammastrahlenblitze ihr Geheimnis nicht preis. Die regulären Beobachtungen mit dem MAGIC-1-Teleskop begannen im September 2004. Anfang 2009 ging in unmittelbarer Nachbarschaft das Teleskop MAGIC 2 in Betrieb. Seitdem können Luftschauer durch die beiden Teleskope gemeinsam, also stereoskopisch, beobachtet werden. Die Messempfindlichkeit der Anlage verbesserte sich dadurch auf das Doppelte. Bessere Empfindlichkeit ist auch ein Vorteil bei der Beobachtung aktiver galaktischer Kerne. Aktive galaktische Kerne gehören zu den leuchtkräftigsten Quellen von Gammastrahlung. Sie sind supermassive schwarze Löcher von mehr als einer Million Sonnenmassen im Zentrum großer Galaxien. Durch den Einfall von Materie aus der Umgebung bildet sich eine dünne Scheibe heißer, ionisierter, hochverdichteter Materie, die sich in Spiralbahnen auf das schwarze Loch zubewegt. An aktiven galaktischen Kernen werden oft zwei entgegengesetzt zueinander gerichtete Materieausflüsse beobachtet, sogenannte Jets. Weist die Achse der Jets ungefähr in Richtung Erde, wird die Quelle als Blazar bezeichnet. Messungen der Gammastrahlung von Blazaren liefern wichtige Informationen über die Zusammensetzung und Beschleunigungsvorgänge in den Jets. Das erlaubt es, die Umwandlung von Gravitations- oder Rotationsenergie aus der nahen Umgebung des Schwarzen Lochs in Strahlung als mathematisches Modell auszudrücken. MAGIC hat bislang 7 bekannte aktive galaktische Kerne beobachtet und hat 6 neue entdeckt. Die beiden zuletzt entdeckten sind die von uns am weitesten entfernten, die jemals in hochenergetischer Gammastrahlung gefunden wurden. Der am weitesten entfernte hat einen Abstand von mehr als 5 Milliarden Lichtjahren zu uns. Das Studium des Universums ist ein faszinierendes Forschungsfeld.
Viele Fragen warten auf Antworten. Die Experten stehen oftmals noch am Anfang. Neben Galaxien, Sternen und Planeten birgt das Universum auch eine Vielzahl fremdartiger Objekte. Wie zum Beispiel Pulsare. Pulsare sind rotierende Neutronensterne, die extrem kompakten Überreste kollabierter, ausgebrannter Sterne. Ein typischer Pulsar hat einen Radius von nur 10 Kilometern und trotzdem eine Masse vergleichbar mit der unserer Sonne. Manche Pulsare drehen sich hunderte Male pro Sekunde um ihre Achse und erzeugen in ihrer Umgebung extrem starke magnetische Felder. Die schnelle Rotation in Verbindung mit den starken Magnetfeldern ruft eine gepulste elektromagnetische Strahlung, auch im Gammastrahlenbereich, hervor. Mit Hilfe der MAGIC-Teleskope wird untersucht, wie weit sich diese gepulste Gammastrahlung in höhere Energiebereiche fortsetzt. Dass dies möglich ist, hat MAGIC im Mai 2008 zum ersten Mal am Beispiel des Krebsnebels gezeigt. MAGIC könnte auch dazu beitragen, eines der großen Rätsel der Kosmologie zu lösen. Das der dunklen Materie. Ein Großteil der gesamten Materie des Universums ist nämlich unsichtbar. Ein Teil davon wird dunkle Materie genannt und ergibt sich aus den beobachteten Schwerefeldern im Weltall. Man vermutet, dass dunkle Materie nicht aus den Bauteilen der uns vertrauten Materie besteht, sondern aus bisher unbekannten Teilchen. Der Theorie zufolge sollte beim Zusammenstoß zweier solcher Teilchen auch Gammastrahlung entstehen, wenn auch nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. Ein solches Ereignis zu beobachten, wäre ein Meilenstein in der Erforschung des Universums. Wenn ganze Galaxien oder Galaxienhaufen zusammenstoßen, kann sich dunkle von gewöhnlicher Materie trennen. Dieser Effekt wurde durch die Ablenkung des Lichts von weiter entfernten Galaxien bestimmt. In diesem Bild ist dunkle Materie blau dargestellt. Rote und gelbe Teile zeigen Gaswolken und Galaxien aus gewöhnlicher Materie an. Die Entstehung des Universums wirft noch sehr viele Fragen auf. Allein die Erforschung des elektromagnetischen Spektrums ist schon ein mühsames Puzzlespiel. Kosmische Objekte werden in ganz unterschiedlichen Wellenlängen beobachtet. In Gamma- und Röntgenstrahlung, in ultraviolettem, sichtbarem und infrarotem Licht, bis hin zum Mikro- oder Radiowellenbereich. Jede neue Erkenntnis beruht auf den Anstrengungen und neuen Ideen von Forscherteams wie der MAGIC-Kollaboration. Zusammen werden sie es letztlich schaffen, das Universum in einem neuen Licht zu sehen. Neben der Gammastrahlung von einzelnen Quellen ist die Erde auch noch einem kontinuierlichen Beschuss mit geladenen Teilchen aus dem Weltraum ausgesetzt, der sogenannten kosmischen Strahlung. Trotz jahrzehntelanger Untersuchungen ist der Ursprung dieser Strahlung noch immer nicht eindeutig geklärt. Das liegt hauptsächlich daran, dass die kosmische Strahlung zu einem Großteil aus geladenen Teilchen besteht, die auf dem Weg zur Erde durch galaktische und extragalaktische Magnetfelder in viele Richtungen abgelenkt werden. Ihr Ausgangspunkt ist deshalb schwer zu bestimmen, im Gegensatz zur Gammastrahlung. Supernova-Überreste in der Milchstraße werden seit langem als mögliche Quellen hochenergetischer Gammastrahlen vermutet. Dass dies zutrifft, konnte MAGIC an mehreren Objekten zeigen. MAGIC hat zwei Supernova-Überreste entdeckt, IC443 und Cassiopeia A. Bei einer Supernova-Explosion werden bis zu 90% der Masse eines sterbenden Sterns in seine Umgebung abgestoßen. Dabei entstehen Schockwellen, in denen Teilchen beschleunigt werden. Diese beobachten wir hier auf der Erde als kosmische Strahlung. Außerdem wird in Supernova-Überresten auch hochenergetische Gammastrahlung erzeugt, die wir mit MAGIC beobachten und zum Studium dieser Supernova-Überreste benutzen. So zahlreich die Forschungsobjekte und die Fragestellungen, so zahlreich auch die daran beteiligten Wissenschaftler. An MAGIC allein arbeiten mehr als 150 Physiker und Ingenieure aus 21 Instituten in 9 Ländern. Darunter neben Deutschland, Italien, Spanien, die Schweiz, Finnland und Polen.
In den ersten 4 Jahren haben wir viele wichtige Resultate erzielt. Aber das ist erst der Anfang. Viele aufregende Entdeckungen warten noch auf uns. MAGIC konnte bereits jetzt viele neue Stücke zum Puzzle der Beobachtungen beitragen. Wer weiß, zu welch großartigen neuen Erkenntnissen die MAGIC-Teleskope der Wissenschaft in den kommenden Jahren noch verhelfen werden. Denn so war das bisher immer mit neuen Forschungsinstrumenten. Sie beschreiten neue Wege und geben auch Antworten auf Fragen, an die bisher niemand gedacht hatte. Sicher ist nur eines. Die beiden Teleskope auf La Palma werden unser Wissen über das Universum gewaltig erweitern.